So, bleiben wir auch noch ganz kurz bei Müllproduktion und Recycling. Dieter Bohlen feiert heute seinen 70. Geburtstag. Happy Birthday! Mr. Camp David und Handyfilternutzer Number One, er rundet. Und wir von TV Total verneigen uns und senden dir, lieber Dieter, diesen Geburtstagsgruß. Na, auch so fertig von letzter Nacht? Not again. No. Kein Wunder, ganz Deutschland hat reingefeiert. In den 70. von Pop Methusalem, Dieter Bohlen. Die Musik des dauergeilen Quäkstimmwunders hat weltweit viele Fans. Aber noch mehr Kritiker, die sich nach dem Konsum einer Bohlenplatte mit Rauschgift betäuben müssen. Cannabis reicht ja nicht. Sondern da muss jetzt Kokain her und Crystal Meth. Doch wie hat alles angefangen? Ja, bei meiner Geburt, glaube ich. Also, da hat sich vieles geändert für mich. Ganz klar. Ohne seine Geburt wäre Dieter Bohlen 20 Jahre später niemals ins Pop-Business eingestiegen. Sein Plan, sehr schnell sehr reich werden, damit er sich endlich eine Frisur leisten kann. Und damit die Frauen zu ihm sagen: Ich bin paarungsbereit. Und so experimentiert der überambitionierte Quellhodenträger in den 80er Jahren mit zwei Akkorden und katastrophalen Folgen. Aus seinem Tonstudio entweicht ein degenerierter Ohrwurm und befällt weltweit Millionen Gehörgänge. Da kriege ich ja irgendwie Zustände. Kritiker werfen ihm vor, seine Lieder klängen alle gleich. Aber das ist natürlich Blödsinn. Hören Sie mal hin. You're my heart, you're my soul. You're my heart, you're my soul. Und jetzt Sherry Sherry Lady. You're my heart, you're my soul. Unverwechselbar. Oder hier, Geronimus Cadillac. You're my heart, you're my soul. Ganz anders. Ehrlich gesagt, ich möchte mich leicht übergeben. Auch Biologen fangen an, sich für Bohlen zu interessieren. Für seine einmalige Kombination aus Kastratenstimme, Sherry, Sherry, Lady, und dicken Eiern. Wie war dieses medizinische Wunder nur möglich? Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Das Geheimnis seines Erfolges verrät uns Bohlen erst Jahre später. Also alle meine Nummer Einsen, ja? Das ging immer wie aufs Klo geschissen. Am Jurypult dieser Fernsehsendung erlangt er endgültigen Legendenstatus. DSDS. DSDS? Hab ich doch gesagt, DSDS. 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 Halt die Fresse! Endlich sagt's mal einer. Das Konzept: RTL kart talentfreie Assis aus ganz Deutschland zum Singen vor ein Jurypult, damit Dieter Bohlen sie von dort beleidigen kann. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen eurer Stimme und einem Eimer Scheiße? Der Eimer. Nicht allen gefällt das. Oh, oh, oh. Arschloch, Arschloch, Arschloch. Aber der Erfolg gibt Dieter recht. Unzählige Superstars sind aus DSDS als Sieger hervorgegangen, die Deutschland nie wieder vergessen hat. Talente wie Daniele Gajek, Fabienne Pegrem und Aneta Elzen, deren Namen ich mir gerade alle ausgedacht habe. Aber das ist nicht mal Dieter Bohlen aufgefallen. Bitte? Auch Dieter Bohlens Frauenverschleiß war ordentlich. Da gab es Verona, Estefania und hier, Dingens, hilf mir mal. Nein! Das Beuteschema war klar. Dunkler Teint, schwarze Haare, nervt, wenn sie den Mund aufmacht. Aber es gibt auch Männer, die sexy... Mann. Die nächste. Massage, Massage, Massage. Genau. Weiter. Oh Gott, ist denn. Man kann doch nur singen, wenn man singen kann. Die wahre Liebe fand Dieter Bohlen aber erst in späten Jahren. Sind sie nicht nett, die beiden? Das ist schön. Das ist wunderschön. War es das schon? Weit gefehlt. Dieter Bohlen greift nochmal an und erobert sich mit Schminktutorials auf Instagram ganz neue Zielgruppen. Jetzt seht ihr, ihr habt sichtbare, helle Augenbrauen. Ja, super funny. Das finde ich cool. Seine Millionen investiert Dieter heute vor allem in ausgefeilte Hightech-Software, die seine Haut auch die nächsten Jahrzehnte noch knackig frisch erscheinen lässt. Wie immer die raffinierte Technik dahinter auch funktioniert, möge sie niemals ausfallen. Und falls doch, dann mach's doch lieber wie Klaus Kleber. Ich freue mich auf die schönen letzten Jahre im Pflegeheim. In diesem Sinne. Alles Gute zum Geburtstag.